Moin moin und herzlich willkommen auf der Niemandsland. Ja, jetzt ist ein bisschen was passiert, beziehungsweise ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Das ist hier das gesamte Holz, was wir da hinten liegen hatten. Und auch die ganzen kleinen Bäumchen sind weg. Welche Bäume ich nicht gefällt habe, da kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das sind die großen, die wir nicht fällen können. Ja, selbst ich bin so ein bisschen traurig und, ich hätte es beinahe gesagt, beleidigt, dass ich die Bäume nicht mit dem Harvester fällen kann. Da wir die Bäume nicht mit dem Harvester fällen können, habe ich den Harvester erstmal hier stehen gelassen und möchte in den nächsten Folgen schauen, ob es nicht einen Harvester gibt. Das werde ich so privat ein bisschen austesten. Ob es nicht einen Harvester gibt, der hier auch die Bäume niedermachen kann. Dann werden wir den Harvester nämlich tauschen. Obwohl der voll cool ist, also ohne Frage, der macht ja auch sonst seine Arbeit, hat dieselben Fehler wie auch alle anderen Harvester, wie zum Beispiel, dass er einfach mal ein paar Äste da drin lässt, obwohl das wahrscheinlich eher ein Grafikbug ist oder ein Programmierungsproblem von den Bäumen an sich, aber ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, ansonsten funktioniert er echt voll cool und bin damit voll zufrieden. Bis auf, dass er die großen Bäume nicht schafft. Habe ich aber selbst nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Ich hatte ja letzte Folge schon geschaut, ob es da verschiedene gibt. Und den, den wir haben, das ist der ja aus den Platin, Expansion, Addon, Holz etc. Der kann nur 70 cm. Wenn wir jetzt einfach mal ein, zwei weitergehen, der hier schafft zum Beispiel nur 65. Der Rottene schafft 80, der Standard schafft 71. Also da gibt es unterschiedliche Harvester, die unterschiedliche Baumgrößen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, fällen können. Wenn wir jetzt hier den angucken, der schafft sogar nur 58. Das ist so der Baumdurchmesser, ne? Wovon ich gerade rede, falls ihr da irgendwie Fragen habt. Das Riesending schafft sogar 120er Baumdurchmesser, also der pflügt sich durch den Urwald. Setzt den Urwald vor der Nase und ich kann euch garantieren, der mäht alles um. Also der ist, ja. Aber ich hätte gern einen echten Harvester. Ich weiß nicht, ob jetzt hier der Rottene diese 80 cm Bäume schafft, kann ich nicht versprechen, keine Ahnung, aber ich werde es dann einfach mal ausprobieren und ja, ansonsten, ne, Raupe sei Dank, werden wir den einfach mal austesten. Das wäre auch wieder die perfekte Maschine für unser Holzprojekt, ne? Da haben wir ja auch so Megabäume und ja, müssen wir einfach schauen, müssen wir mal gucken, wie es denn so läuft, was ich noch nicht entfernt habe. Oh Gott, ach, das ist ein Busch. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Baum vergessen. Die Stümpfe sind noch nicht weg. Habe ich noch nicht geschafft, kommt aber noch. Jetzt werden wir erstmal das Holz zum Säge wegbringen, denn wir brauchen den Traktor. Denn auch das Kraut ist vom Feld. Die Kartoffeln liegen fast frei. Und auch da möchte ich jetzt die Kartoffeln aus dem Boden holen. Was noch passiert ist, ist hier zum Beispiel rechts das Feld. Das ist komplett angesät. Die Ecken sind nachgearbeitet. Das ist alles tippitoppi. Der Deutz ist schon dabei, das Feld zu walzen. Damit das auch, ne, tippitoppi ist. Und ich habe den Klaas losgeschickt auf das Feld zum Hof. Da haben wir ja auch geerntet gehabt. Dass er da einfach weiter pflanzt. Ja, meine Tastatur spinnt leider immer noch ein bisschen. Ich habe mir eine neue bestellt. Kann wahrscheinlich ein, zwei Tage dauern, bis sie da ist. Aber so lange werden wir uns wahrscheinlich noch gedulden müssen. So, jetzt sind wir hier bei unserem Sägewerk angekommen. 68.000 Liter haben wir noch drin. Ah, ich kann die Spanngurte nochmal vorher lösen, ne? Sieht halt nicht so Käse aus. So, einmal Holz bitte rein. Und 95.000 Liter sind drin. Das heißt, es fehlt immer noch jede Menge Holz.
Dann werden wir den anderen Wald wahrscheinlich auch noch fällen können, müssen, dürfen. Säge, Säge, Sägewerk. Hier ist es. Genau, 110 Liter gehen nämlich rein. Aber mit 96.000 Litern, da haben wir auch erstmal ewig Zeit. Also keine Angst, so schnell machen wir kein Holz. Also für alle, die jetzt gedacht haben, nein, nächste Folge schon wieder Holz. Nein, keine Angst. Passiert nicht. Wir haben 10 Folgen, 20 Folgen Zeit. Und müssen dann erst wieder ins Holz. Wir müssen aber so langsam mal wieder hier Mehl auslagern. Ich sehe schon 12.600 Liter. Brot ist ja auch gut dabei. Biogasanlage läuft ja noch. Ne? Mist wird immer mehr. Aber da haben wir auch 4 Millionen Liter Platz. Alleine durch dieses Erweiterungslager. Also der Mist, der in das Erweiterungslager reinkommt, geht automatisch in die BGA. Das ist das Coole. Vielleicht sollten wir auch noch mal ein Erweiterungslager für Gülle setzen, dann hätten wir hier auch mehr Kapazität. Dann wird die Gülle direkt in die Biogasanlage gehen. Das wäre auch voll cool, ne? Dann müssten wir da gar nicht irgendwie umswitchen, umlagern oder irgendwie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben auch noch 43.000 Liter Gärreste. Auch die können wir demnächst irgendwie mal wegbekommen. Den Holzanhänger würde ich ganz gerne hier stehen lassen, denn wir brauchen jetzt den Traktor mit dem Kipper, um die Kartoffeln aus dem Boden zu holen. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich habe schon den Fendt so ein bisschen positioniert. Und ich glaube, denke, weiß, die erste Bahn müssen wir wahrscheinlich noch selber roden und danach. Hätte ich beinahe gesagt, setzen wir einfach den Standardhelfer erstmal an. Oder machen wir das mit CP? Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wenn wir aufs Feld jetzt fahren, ob wir die Kartoffelpflanzen kaputt fahren. Das können wir auch mal ausprobieren. Ich glaube, da muss das Kraut drauf sein, damit das Spiel das erkennt, dass wir die Kartoffeln kaputt fahren. Weiß ich nicht, werden wir gleich erfahren. Ne? Werden wir gleich einfach mal austesten. Dass das Feld hier vorne abgedroschen ist, das ist, kommt uns schon mal zugute. So hat der Helfer jede Menge Wendeplatz. Jetzt probieren wir einfach mal aus, ob wir die Kartoffeln auch wirklich so kaputt fahren können. Und ja, wir können es immer noch. Shit debü. Gut. CP Standardhelfer, weiß ich nicht. Der Wald wird ein bisschen kritisch. Der Wald wird echt kreativisch. Ah. Wollen wir es trotzdem mit CP probieren? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Aber das Feld ist so Käse, dass man das eigentlich am besten mit CP macht, ne? Wir probieren es mit CP. Auch wenn wir beim Wald da ein paar Kartoffeln kaputt fahren werden, dann ist das halt so. Meine Güte, werden wir, glaube ich, mit leben können. Dann stellen wir einen CP-Kurs ein. Zack, erkennt er nicht. Jetzt aber. Arbeitsbreite, ja, 2,1. Ich würde ganz einfach, komm, wir stellen 20 Vorgewände ein. Das sind 20, 21 Meter. Und dann bitte nicht die Bahn, sondern bitte erst das Vorgewände. Und wenn wir was kaputt fahren, ja, mein Gott, dann ist das so. Da willst du anfangen? Wie soll ich denn so abladen? Schäfe. Konnte ich doch auch irgendwie ändern, ne? Vorgewände, Ecken. Weich. Vorgewände. Kreis. Einfach. Keine Umfahrung. Kreis. Konnte ich das nicht auch irgendwie andersrum drehen? Dass er nicht so rum, sondern andersrum fährt? Da gab es doch irgendwie mal die Option rein überspringen, rein. Oh. Kacke, Kacke, wo war denn das noch? Irgendwo, wo war das, dass er
links rum fährt und nicht rechts rum. Drescher bei Regen, ja, Helfer. Fruchtzerstörung deaktiviert. Das kann ich auch noch aktivieren, aber möchte ich jetzt gerade nicht. Zeigen. Zeige Kurs auf der. Ja. Zeige Tastenbelegung. Helfer. Vorzug. Feldrand. Irgendwo konnte ich noch umstellen, dass er nicht rechts rum, sondern links rum fährt. Geräteversatz. Okay. Absenken, anheben. Wenden auf dem Feld. Maus, automatisch Schneidwerk. Selbst antanken würde ich einfach mal aktivieren. Na, egal. Gut, finde ich jetzt nicht. Werden wir jetzt einfach mal so ausprobieren. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Erster Wegpunkt. Ab die Post. Dass er denn von alleine abtankt. Vielleicht kriegt er das ja wirklich hin und wir haben da keine Probleme. Wäre cool, wenn er das machen würde. Ich würde jetzt einfach dann doch mal den Ferguson hier stehen lassen. Vielleicht kriegt er das ja wirklich hin mit dem von alleine abtanken. Ich würde mich da natürlich mega drüber freuen. Wir schauen einfach mal. So, der Deutz. Ja, eine halbe Stunde für Walzen müssen wir nicht die ganze Zeit zugucken. Ne? Und hier pflanze ich gerade noch mal Raps an. Brauche noch 17 Minuten, brauche allerdings auch denn auch noch mal Dünger und Saatgut. Ich wusste jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob wir irgendwo Raps angepflanzt haben. Hatten wir aber allerdings nicht. Von daher ist Raps gar nicht mehr so die schlechteste Option. Finde ich persönlich. Auf dem Riesenfeld haben wir ja Sorghumhirse angepflanzt. Auf dem anderen Feld ist ja noch Weizen. Also ne, na, sag mal schnell, für Mehl ist gesorgt und auch für Öl ist gesorgt. Die Sonnenblumenfelder. Dann kommt noch der Raps dazu. Läuft. Zuckerrüben sind hoffentlich am nächsten Ingame-Tag soweit, dass wir die ernten können. Und jetzt schauen wir einfach mal genau nach dem Roder. Gut, er lässt die äußere Bahn sogar stehen. Ja, wenn alles abgeerntet ist, dann würde ich sowieso noch mal schauen, ob man da nicht irgendwie noch mal eins, zwei Kartoffeln mehr rausholen kann. Aber bis jetzt macht das echt super. Ich glaube, ich sollte dem Ferguson ein bisschen. Muss ich den beiseite stellen oder kriegst du das so hin? Nee, ich muss den ein bisschen beiseite stellen. Okay. Hoffentlich erkennt den gleich als Abladepunkt. Ja, erkennt er. Coole Sache das. Er lädt auch schon über. Cool. Dann würde ich direkt gleich mal lospesen und die Kartoffeln bei den Schweinen reinhauen. Damit die tippitoppi versorgt sind natürlich. Und hier das, was am Feld rein stehen bleibt. Ja, meine Güte. Wo fahre ich denn jetzt lang? Ja, meine Güte, das werden wir denn halt einfach nochmal händisch ein bisschen nachroden. Und dann ist das so. Kann ich mitleben. Ne? Wir wollten das auch ein bisschen spannend haben und auch nicht allzu einfach. Von daher klappt das denn so. Dann schmeißen wir mal die 4000 Liter bei den Schweinchen rein. Dann sind die tippitoppi versorgt. Können wachsen, gedeihen, natürlich auch Mist und nee, Mist und Gülle produzieren die ja leider noch nicht, ne? Schade, aber spätestens wenn sie sich vermehrt haben, dann gibt es auch einen größeren Schweinestall. Und dann gibt es auch Mist und Gülle, worüber sich natürlich auch die BGA wieder sehr freuen wird. Und hier, sobald die Sonnenblumen ja fertig sind, wollten wir das ja eh hier ändern. Dann tauschen wir einmal von rechts nach links, beziehungsweise von links nach rechts, dass wir hier auch wieder das als Hoffläche bebauen können. So, liebe Schweinchen, ich habe da ein paar Kartoffeln für euch. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Hunger mitgebracht. Wenn ich denn abladen darf. Ich möchte gerne die Kartoffeln reinschmeißen. Nein, ihr Schafe bekommt keine. Dann kriegt ihr bloß Bauchschmerzen. Ich weiß gar nicht, ob Schafe auch Kartoffeln fressen. Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht.
So, wunderbar. Die Schweinchen gehen zum Fressen. Das ist gut. Ich habe jetzt allerdings immer noch keine Möglichkeit gefunden. Beziehungsweise wir haben auch immer noch keine Kohle für die Fabrik. Dass wir die Kartoffeln gleich überladen können. Hätsche, Hätsche habe ich gar nicht dran gedacht. Ein bisschen Kredit aufnehmen? Weiß ich noch nicht. Schauen wir gleich mal. Noch möchte ich vor dem Fan wieder da sein, damit er hoffentlich sieht, dass er auch einen Abladepunkt hat. Ich hoffe, der ist noch nicht allzu voll und schreit noch nicht. Aber die Schweinchen waren halt wichtig, dass die was zu fressen kriegen. Damit die sich dann auch schon schön vermehren. So, ich hatte die Zeit runtergestellt, um das vorzubereiten. Kann ich auch mal wieder hochstellen. Ja, und so viel ist gar nicht mehr zu tun, ne? Also hier selbst, wo hier der Mais drauf war, wenn wir es erst am nächsten Tag angepflanzt bekommen, dann ist das halt so. Kann ich auch mitleben. Also wir haben ja jetzt zwei Felder, die wir gerade anpflanzen. Die Kartoffeln brauchen noch ein bisschen. Ihr müsst nicht, das sage ich schon mal voraus, euch jetzt jede Kartoffel mit ansehen. Also ne, das verlange ich gar nicht von euch. Aber so ein, zwei Folgen kommen jetzt auf jeden Fall definitiv mit Kartoffeln. Auch ab und zu mal so ein kleines Update, wie weit die Kartoffeln runter sind. Und ja, ich hoffe, der Fan kriegt das jetzt hin und fährt mir jetzt nicht in die Front rein, sondern kann vernünftig abladen. Bis jetzt macht das ganz gut. Und kriegt sogar die Kurve. Ich bin total begeistert von CP gerade. Ne? Nochmal ein Riesenlob dahingehend. Obwohl ich noch uralt Version XYZ drauf habe. Aber hier, ne, er lädt einwandfrei rüber. Denn würde ich euch doch... Nee, hier wollte ich nicht rein. Hier wollte ich rein. Ne? Wir haben ja keinen Kredit. Die Kartoffelfabrik kostet so ca. 100.000. Ich würde euch jetzt ganz einfach fragen, so am Ende der Folge, ob wir, ne, 100.000 Euro aufnehmen möchten, Kredit, um die Kartoffelverarbeitung zu kaufen. Oder ob ihr sagt, nee, weißt du, die nächste Kartoffelernte kommt auch, nimm mal lieber keinen Kredit auf. Und wir sparen uns denn die 100.000 Euro zusammen für die Kartoffelfabrik. Können wir auch so gerne machen. Wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn ihr da gerne mitentscheidet. Weil wenn wir jetzt hier Kartoffeln verkaufen, was bekommen wir jetzt dafür? 258 bei der BGA. Genau, da können wir ja auch welche reinschmeißen. Hofladen. Methanproduktion. Aber die ist ja unsere. Also 251 wäre so... Nein, Markierung löschen. Wäre gerade der Preis. 380 wäre es im Februar der beste Preis. Da würde ich euch einfach mal den Ball zu spielen und sagen, wollen wir ein bisschen Kredit aufnehmen für die Produktion? Oder sagt ihr, wollen wir die einfach verkaufen oder irgendwo einlagern? Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr so ein bisschen was in die Kommentare schreibt, eure Meinung dazu. Hier wird keiner verurteilt. Jeder darf reinschreiben, was er möchte. Und ne, dann würde ich mich jetzt bei euch bedanken. Wünsche euch einen guten Appetit, falls ihr gerade beim Essen seid. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns um 15 Uhr zu einem anderen Spiel... Ich muss mal schauen, welches. Zu Anno 1800. Wenn wir uns da einfach wieder treffen könnten und mal schauen, wie es bei Anno weitergeht. Ey, der ist aber auch... Das läuft einfach mega cool gerade mit CP. Ich bin total... mein Strahlen geht von vorne bis zum Hinterkopf. Also mein, ne, Mundwinkel. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und freue mich mit euch natürlich aufs Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.